Guten Morgen. Jetzt Dienstagmorgen stehe ich gerade in einer zweiten Klasse einer Grundschule. Und ausgehend von diesem Gedanken bin ich mir natürlich auch meiner Verantwortung noch einmal besonders bewusst geworden, da ich ja quasi in dieser entsprechenden Klasse zu dem jetzigen Zeitpunkt eine Art Eventcharakter habe und mit Sicherheit auch einen bleibenden Eindruck in den Köpfen dieser Kinder hinterlassen werde. Und da habe ich mir noch einmal ganz genau überlegt, was ich den Kindern zu dieser Stunde mitgeben möchte. Natürlich möchte ich die Vorzüge von frischem Gemüse und Obst näher bringen und sie auch für den Geschmack sensibilisieren von gesunden Zutaten. Aber ich habe eine noch viel größere Intention im Umgang mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, wenn ich den Menschen vor mir als Coach oder als Lehrer in einem bestimmten Segment leite. Und zwar möchte ich versuchen, generell immer darauf zu sensibilisieren, die goldene Mitte zu finden. Das ist ein recht antiquierter Begriff, aber entsprechend hat er aufgrund seines Alters auch eine gewisse Ursprünglichkeit, eine Natürlichkeit. An Extremen kann man sich immer sehr leicht orientieren und auch ideologisch platzieren. Gerade Menschen, deren Geist sehr leidet und diese auch in der Wahrnehmung sehr begrenzt sind, in der bewussten Wahrnehmung, flüchten dankbar in den Extremismus und in den Fanatismus. Doch die Extreme sind per se eigentlich immer schlecht. So gut und so perfekt die Einstellung anmutet, aber meine persönliche Erfahrung, davon berichte ich jetzt, hat deutlich gezeigt, dass die Orientierung an Extremen nicht nur die Unbewusstheit fördert, sondern ebenso auch die Intoleranz. Wir kennen natürlich viele Extremisten und denken dabei oft politisch. Aber auch in ganz einfachen Fragestellungen des Lebens findet man Extremisten bzw. Fanatiker. Und nahezu jeder von euch ist Fanatiker in einer bestimmten Fragestellung des Lebens. Dort, wo man zum Beispiel eine sogenannte Null-Toleranz-Grenze hat, und die gibt es bei fast jedem, man muss nur lange genug nachdenken, um das zu finden. Auch eine Pauschalisierung oder eine fehlende Differenzierung sorgt dafür, dass man geistig abstumpft. Beispiele: Du bist der Meinung, man kann nur einen Menschen lieben. Extremist, Fanatiker. Du bist der Meinung, man sollte nie zum Arzt gehen. Extremist, Fanatiker. Du bist der Meinung, Deutschland nur den Deutschen. Extremist, Fanatiker. Du bist der Meinung, das System ist schlecht. Extremist. Du bist der Meinung, das System ist gut. Extremist. Du differenzierst nicht. Du findest, irgendeine Ernährungsform ist die beste. Extremist. Was ich damit sagen will, Extremismus ist weiter verbreitet als wir denken. Und wenn ich sage, dass fast jeder Extremist ist, dann schließt das natürlich auch meine Person mit ein. Ich habe das gerade auch wieder in den letzten Tagen erlebt, offline wie online, dass so viele Menschen richtiggehend extremistisch und fanatisch sind und überhaupt keinen Raum für Andersdenkende hinterlassen. Das ist mir ganz stark in den letzten Tagen aufgefallen. Das geht bei einer flachen Erde los über die Ernährung und Gesundheit und bis hin zu systemrelevanten Fragen. Als ob ein Mensch, eben der Extremist, die Lösung für ein Problem hat, woran die ganze Menschheit teilweise Jahrhunderte nachgedacht hat darüber. Das ist so unrealistisch. Aber man hat Orientierung und kann sich positionieren und sein Ego stärken. Man ist so überzeugt davon, dass man selber im Recht ist. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf das entsprechende Video oben in den Infokarten. Dass man überhaupt keinen Raum lässt, keinen Millimeter. Die goldene Mitte wird von den meisten überhaupt gar nicht angestrebt, obwohl sie sowohl geistige wie auch körperliche Gesundheit verspricht. Aber warum nicht? Die goldene Mitte ist einfach schwerer zu fixieren. Da sich die Umwelt quasi ständig ändert, ändert sich auch die goldene Mitte. Man muss
quasi immer im Fluss des Lebens mitschwimmen. Man muss flexibel bleiben, aktiv. Schaut euch doch mal die Menschen an. Wie flexibel sind sie denn im Geiste bei den Fragestellungen des Lebens? Diese endlosen Überzeugungen, diese Extreme, an denen solange nicht gerüttelt wird, wie ein Impuls von außen kommt. Es ist traurig. Und ich leide stark mit diesen Menschen, die mir täglich begegnen, weil ich eben das Leid kenne, mich zwanghaft an Idealen fixieren zu müssen oder zu wollen und, ja, und mir dessen dieser Zusammenhänge eben jetzt auch bewusst bin, schon längere Zeit. Das ist ehrliches Mitleid, kein arrogantes Mitleid. Ein Mitleid im engeren Sinne, da ich mitleide, da ich ebenfalls die Bürde des Fanatismus immer wieder auch in mir selbst entdecke. Brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist so. Und das ist der erste Schritt, den ihr gehen solltet, den Fanatiker in euch zu suchen und diesen aufzulösen. Egal um was es sich handelt, bringt Toleranz und Liebe in den Vordergrund. Versucht euch von generellen Überzeugungen, die ja, für alle gelten sollen, zu verabschieden. Das ist ein guter Weg, die Menschheit vom Leid des Fanatismus, vom Leid des Extremismus zu erlösen, indem ihr euch selber erlöst und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich weiß, dass dies nicht leicht ist und wahrscheinlich werden auch hier wieder einige den Finger heben und sagen, aber man muss doch, aber man muss eben nicht. Und genau das hoffe ich heute meinen Kindern beibringen zu können, dass sie sein dürfen wie sie sind und denken dürfen wie sie wollen und dass sie aber auch dies den anderen Kindern zubilligen. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.